bin jetzt eine Woche Post-OP und ich dachte mir, ich mache euch mal ein kurzes Update. Die erste Woche ging es mir nicht so besonders gut. Ja, mein Fazit der ersten Woche: Es läuft soweit eigentlich ganz gut. Es ist schon eine Herausforderung, was das Trinken betrifft. Trinken fällt mir unheimlich schwer. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber egal, was ich trinke, ich finde irgendwie alles eklig. Ob das Tee ist, ob das Wasser ist, ob das Wasser mit Geschmack ist. Also wir reden jetzt natürlich von stillem Wasser und nicht von Kohlensäure. Also aufgesprudelten Wasser, weil das sollte man vermeiden zu trinken. Das würde den Magen nämlich aufblähen und das wäre auch gar nicht gut. Und egal, was ich trinke, es fällt mir echt unheimlich schwer zu trinken. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe einfach einen Ekel vom Trinken. Ich bin gefühlt auch den ganzen Tag nur mit Trinken beschäftigt, weil ich es immer nur schaffe, kleine Schlücke zu trinken. Ja gut, aber es ist halt so, wie es ist. Ich versuche mich jetzt nicht verrückt zu machen, um auf diese 1,5 Liter zu kommen, weil ich weiß, ich schaffe die aktuell einfach nicht zu trinken. Deswegen, ja, versuche ich halt eben da cool zu bleiben, das zu trinken, was ich schaffe. Das sind so circa ein halber bis 600 Milliliter, also 500 bis 600 Milliliter, die ich aktuell schaffe. Essen tue ich momentan aus diesen Schälchen. Ich zeige es euch mal. Also aus diesen Babyschälchen, da passen so 100 Milliliter rein. Oh, vielleicht 120, ich weiß es nicht, die sind von Nubi. Die haben sich wirklich als gute Investition erwiesen. Die haben einen Deckel, die kann man in die Mikrowelle tun, man kann die einfrieren und man kann warme oder kalte Sachen reintun. Also es ist wirklich eine gute Empfehlung, würde ich euch auch empfehlen, sowas zu kaufen. Die gibt es entweder bei D&M. Ich habe die tatsächlich in Action gefunden und das, was ich einfach nicht schaffe, mache ich Deckel drauf, stelle es in den Kühlschrank, esse das halt am nächsten Tag. Ich habe jetzt hier 100 Milliliter Milch mit 2 Esslöffel Haferflocken drinne von gestern. Die habe ich, ja, die habe ich nicht geschafft. Da habe ich ungefähr die Hälfte von gegessen und war dann satt. Haferflocken sättigen ja sowieso. Aber ihr habt halt mit den Haferflocken dann auch halt mal Ballaststoffe zu euch genommen in der Flüssigphase. Ja, ansonsten ernähre ich mich gerade aktuell nur von Cremesuppen. Eigentlich nur von Tomatensuppe. Ich hatte so einen Hunger. Mein Magen war so am Rumoren, dass ich ja irgendwann, dadurch, weil ich ja eh vielleicht im Moment eine Kalorienzufuhr von höchstens 250 Kalorien habe, weil ich einfach nicht mehr schaffe. Und in der Flüssigphase, ja, aber gut, wo soll Kalorien jetzt herkommen? Man könnte jetzt oder sollte eigentlich überall Eiweißpulver reintun. Neutrales Eiweißpulver, was keinen Geschmack hat, um auch auf sein Eiweiß zu kommen. Ich hatte dann aber in meiner Verzweiflung, weil ich irgendwie so auf gar nichts so wirklich Lust habe, habe ich mir dann überlegt, dass ich mir einfach mal ein bisschen Feta-Käse in die Suppe mache. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, in der Suppenphase oder Flüssigphase. Aber ich muss sagen, das hat mir total gut getan. Ich habe den Feta-Käse mit erhitzt. Dadurch wird der auch so schön cremig und schmilzt. Und die Stücke, die vielleicht noch übrig waren, die habe ich einfach ganz, ganz gut gekaut. Und also ich habe keine Probleme gehabt. Es war überhaupt kein Thema. Mein Magen hat das wirklich geschafft ohne Probleme. Und ich konnte auch die Tomatensuppe dadurch ein bisschen besser Das im also. Adipositaszentrum am besten abklären, ob ihr das essen dürft oder Was nicht. gibt's noch zu berichten? Tabletten schlucken fällt mir unheimlich schwer. Genauso wie Wasser trinken. Dadurch, weil ich keine großen Schlucke mehr machen kann. Ich nehme halt sehr viele Tabletten, allein durch den Lupus schon. Ich habe Schmerzmedikationen. Meine Blutdruckmedikamente nehme ich aktuell gar nicht, weil ich kriege die einfach nicht runtergeschluckt. Das ist wie als wäre da so eine Sperre im Hals und ich kann einfach nicht schlucken. Also ich habe es jetzt schon mehrfach gehabt, dass mir Tabletten im Hals hängen geblieben sind, einfach weil ich nicht so viel Wasser hinterher trinken kann wie vorher.
Aber ich denke, das sind alles so Anfangsprobleme, die werden sich nach und nach alle lösen oder regeln. Und ja, das ist etwas, was ich finde sehr unangenehm ist. Die Schmerzen, die ich jetzt so am Anfang hatte, die werden immer weniger. Ja, ich bin noch ziemlich schlapperig, sag ich mal, weil ich doch schon ein bisschen was an Gewicht verloren habe innerhalb von einer Woche. Und ich denke mal, das wirkt sich vielleicht einfach auch so ein bisschen auf Kreislauf und alles aus. Jetzt die wichtigste aller Fragen, was ich abgenommen habe in einer Woche. Ich habe jetzt 8,1 Kilo abgenommen. Ja, ich bin mega überrascht, dass das doch so schnell geht mit der Abnahme. Der Doktor sagte, das wird schnell gehen. In den ersten 3 Monaten bis 6 Monaten nimmt man sehr, sehr viel ab, aber okay, konnte ich mir jetzt so noch nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich so. Also bereits nach der OP hatte ich über 4 Kilo weg. Ich bin freitags gewogen worden und mittwochs nach der OP hatte ich schon 4 Kilo we weniger. Aber das ist eigentlich so das, was jetzt die Woche passiert ist. Ja, Essen geht halt, wie gesagt, nur. Am Anfang waren wirklich nur Esslöffelweise. Dann wurde es so eine halbe, also so 40, 50 Milliliter. Und mittlerweile schaffe ich so 3 kleine Portionen, auch wenn ich die nicht immer aufesse, aber immerhin nähere ich mich den 5 Portionen am Tag, auch wenn es halt eben weniger ist. Aber das wird ja auch alles irgendwann wiederkommen. Jo, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was für euch vielleicht interessant sein könnte. Ich habe aktuell noch Klammern drinne, die werden jetzt am 10. Tag Post-OP, der ist morgen beim Hausarzt gezogen. Falls ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare reindonnern. Ich beantworte die euch auch auf Insta oder so. Ja, und ich würde sagen, abonniert meinen Kanal bitte. Unterstützt mich mit einem Abo, das ist kostenlos und verbindlich. Ab nächste Woche Montag, eigentlich Mittwoch, aber Ernährungsberatung hat gesagt, man kann auch ein bisschen verkürzen. Gehe ich dann in die Brei-Phase, dann sind mir fehlen dann quasi nur noch 2 Tage bis Mittwoch, dann wäre ich sowieso in der Brei-Phase. Ja, aber ich habe trotzdem, bin dann froh, wenn ich mal was anderes essen kann, außer Suppe. Ich bin generell nicht der Suppenesser. Ich esse mal gerne eine Suppe, aber dann auch gerne mit Stücken, mit frischem Gemüse, was man auch sieht und schmeckt und wo man noch drauf kauen kann. Diese Cremesuppen, die sind schon lecker. Aber ich sag mal, nach 2 Wochen ist man dann auch froh, mal was anderes wieder zu sehen. Also, falls ihr auch eine bariatrische OP geplant, dann. Also ich generell kann euch sowieso nur raten, geht da möglichst locker rein, macht euch nicht so viel Kopf, aber was ich schon euch empfehlen würde, ist, dass ihr euch vorher ein bisschen belest und ja, Informationen auch im Internet sucht, gegebenenfalls schon mal an Selbsthilfegruppen, auch im Internet zum Beispiel, Facebook hat super gute Gruppen dazu, dem Thema, dass ihr euch da schon mal anschließt und da einfach ein bisschen mitlest, damit ihr auch so ein bisschen wisst, was da auf euch zukommt. Natürlich gibt es auch auf YouTube die Videos, die ich ja jetzt auch zum Beispiel mache, um ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Aber wie gesagt, nutzt ein bisschen dieses Schwarmwissen, will ich mal sagen, will ich das mal nennen, weil ihr könnt da echt von profitieren. Und mir hat das echt gut getan, auch dass ich mir im Vorfeld ein, zwei Bücher bestellt habe. Die zeige ich euch aber dann beim nächsten Mal. Ich werde euch beim nächsten Mal auch mal zeigen, was ich so für den Anfang besorgt habe, was mir wirklich geholfen hat, jetzt so über die erste Phase hinweg. Und ja, aber das mache ich ein separates Video raus. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's jetzt aber. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Falls ihr, wie gesagt, Fragen habt, unten reindonnern. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.